Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Above Snakes. Schön, dass ihr da seid. Die Wachtürme stehen an und natürlich habe ich uns wieder voll getintet. Ich möchte meine Welt gleich nochmal ein bisschen anpassen, bevor wir losziehen. Als allererstes gibt es aber ein Frühstückchen und ich muss meinen kleinen Wolf begrüßen. Da hinten kommt er. Warst du heute da hinten gestanden? Mein Süßerle, kein Streichler heute? Okay, kein Problem. Wir füllen unseren Trinkschlauch. Ja, ich wusste, dass ich einen Streichler kriege. Ich wusste doch. Ich wusste es doch. Natürlich will er seine Streicheleinheit. So, Leute, lass uns kurz frühstücken. Amoi Fisch, Amoi Wasser und zwischendrin so ein Verschusser. Da kommen wir mal zwei. So. Also, Tinte, Welt, Gestaltung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es noch weiß, wie ich es will. Hier habe ich mal einen rausgebaut. Hier habe ich mal einen rausgebaut. Ich möchte gerne den Wachturm hierhin haben. Die Verlassenen hier rein. Das machen wir mal hier kurz einen Editierer. Ich mache es jetzt eins nach dem anderen, dass ich nicht gleich alles verschieße. Editierer. Also du hättest einfach nur zurückklicken können. Und jetzt möchten wir ihn hier rein haben. Genau. So, ich kann mal ganz kurz gucken. Der Wachturm wird dann so stehen. Das wird so stehen. Entweder so, aber ich glaube, finde es geiler so. Bäm. Gut. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt haben wir im Moment den Verletzten. Den muss ich jetzt ebenfalls nochmal wegeditieren. Der Verletzte weg. Hier kommt dann der dritte Wachturm hin. Dann möchte ich gerne den Verletzten vielleicht einfach hier hinsetzen. Ja, wir setzen den dahin, Leute. Wir können den dahin setzen oder da oben. Aber ich glaube, ich setze ihn mal hier. Ist dann unser Wüstenstückchen. So, Leute. Nochmal ganz kurz auf die Map. Jetzt machen wir den Wachturm, dann kommt hier der dritte hin und alles gut. Im Moment müssen wir allerdings noch hier durchflutschen, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann theoretisch zum Handelsposten. Von dort aus gehen wir los. Gestärkt bin ich. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken, ob ich noch genug Munition habe. Eine. Spatzel, wieso haben wir nur noch eine Muni? Ne, hier ist. 15 haben wir, ne? Das müsste ja reichen. Beziehungsweise lass mich mal ganz kurz gucken. Ich weiß nämlich im Moment nur nicht, wo ich das Schwarzpulver hingelegt habe. Oh, ich bin außen rumgelaufen. Ich glaube, mein Wölfle hat gerade wieder was gefunden. Entweder habe ich es hier reingeballert oder hier. Ne, stimmt, da waren die Pflanzen drin. Hier wahrscheinlich. Hier habe ich's. So, Leute. Gewehrmunition konnte ich hier drin machen, ne? Die konnte ich hier drin machen. So, ein Schwarzpulver gibt, glaube ich, 15 Schuss. So rum war es, ja. Oh, ich verballer die. So, jetzt sind wir gestärkt. Gucken wir, wie das Wölfle wartet. Willst du laufen? Komm, wir gehen mit dem Pferdle. Dann sind wir schneller oben, bevor es wieder dunkel wird. So, mein Süßerle, auf geht's. Bring uns mal zum Handelsposten. Drei Wachtürme. Story, Relevanz hoch 10. Also wir müssen praktisch am Fort vorbei und dann hinten in den Eingang. Den habe ich nicht so richtig schön gesetzt, aber ist ja egal. Also eigentlich habe ich ihn schon schön gesetzt, weil ja hier Türmchen, Türmchen und Türmchen immer außen sind. Ne, das passt. Ne, das habe ich einigermaßen richtig gemacht. So, wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir sind gestärkt. Und vor allem sind wir motiviert, jetzt da hinten die Welle wegzuklopfen. Mit unserer Remington. Spatzel, du läufst falsch. Läuft er denn rum? Ach, da. So, jetzt bin ich am zweiten Wachturm. Jetzt blasen wir natürlich wieder das Horn. Guck mal, wie er hüpft. Aber lass mich mal kurz in die Kiste gucken hier. Nachschub. Nachschub. Sehr gut, da kriegen wir schon wieder 30 Schuss, siehst du? Gut, Leute, seid ihr bereit? Auf dass wir sterben. Sind wir mal gespannt, was jetzt kommt. Beziehungsweise wir wissen ja, was kommt, aber wie viele, ob es dieselbe Anzahl ist. Oh, der hat ihn vor sich hingeschmissen, der Simbel. Das war nicht so geil, Diggerle. Lass schmeißen. Jetzt.
Ich mag dieses kleine Event halt, weißt du? Das lockert alles nochmal ein bisschen auf. Zwei waren es. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es drei Wellen sind. Vier, ob es mehr werden. Ach, jetzt wird angezeigt. Ja, dauernd da vorbei zünsel auch. Jetzt war mal wieder ein Treffer. Haben wir noch Muni? Wahrscheinlich habe ich es verbraucht, ne? Hey, okay, gut. Das nächste. Bauen wir gleich, ne? Ah ja, du hast natürlich toll mitgeholfen, deswegen streicheln. Wie schnell die Schuss raus sind bei mir, gell? Ja, ich muss mal gucken. Ich mache jetzt mal mit Einzelschuss. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Die habe ich jetzt. Gut. Also, wir gehen auf die Welt. Erstmal drehe ich sie mir wieder so hin, wie sie war. Muss ich. So, sonst komme ich durcheinander. Hier kommt jetzt der dritte Wachturm hin, ne? Wachturm 3. Ach so, ich habe vergessen. Ich muss den natürlich auch entdecken. Ach, das habe ich vergessen. Ich dachte, ich bin so super vorbereitet, indem wir dann gleich weitermachen können. Aber ja, klar. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich die Mats habe, um den zu entdecken. Ne? Ich plündere. Sehr gut, können wir immer gebrauchen. Militärkistchen, da hinten hat er gebuddelte Guderle. Jo, weißt du was, dann gehen wir gerade nach Hause, frühstücken und dann gehen wir nochmal los. Heute ist auf jeden Fall Eventtag hier. Komm, wir laufen runter. Wir laufen runter. Und den Verletzten darf ich nicht vergessen, nochmal zu setzen. Ne? Hier habe ich auch schon überlegt, ob ich es nochmal anpasse, weil das Gras hier so durchwächst. Das Problem ist, ich müsste die Beete dann super hochsetzen. Das heißt, im Prinzip müssten wir, das können wir ja hier drüben mal probieren, grasfreie Beete, also dass man halt das hier nicht so durchschimmern sieht. Und dann wird das wahrscheinlich so hoch sein, dass ich die beiden Gebäude auch nochmal anpassen muss. Aber die würde ich dann einfach, also ich würde sie tatsächlich 3 auf 3 setzen. Mit Landwirtschaftsgebäude draus machen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. 5 Weizen. Weizen hatte ich auch die Tage in der Kur. Die waren, glaube ich, in der Pflanzenkiste drin. Jo, da haben wir sie. 5 Weizen. Ja, also dann passt doch das. Und dann kommen wir jetzt auch schon in die Bredouille des Nachts oder sowas. Weltenstück ist entdeckt. Wir haben auch noch eins frei zum Setzen. Und dann haben wir hier oben nämlich wunderschön die Wachtürme. Ums Forum. Passt genau zur Nacht hin, oder? Auf geht's, Schläfle. Also hier kam noch nicht wirklich mal ein Zombie vorbei, auch wenn ich jetzt länger draußen bin. Ne? So, Leute. Storytechnisch sind wir irgendwas über 50%, also es ist echt ein Haufen drin. Guten Morgen. Oh, wie rum ist. Das ist das Geilste. Ja, du willst auch gestreichelt werden. Ich weiß. Trinkschlauchfrüll noch nicht möglich, alles klar, Verbrauch. Ähmchen, Kartömchen. Oh, der Baba hat keinen Fisch mehr. Muss ich angeln gehen? Ich könnte auch was anderes kochen, aber irgendwie habe ich mich jetzt voll dran gewöhnt. Ja gut, einen habe ich noch. Machen wir mal den. Sag mal, haben wir eigentlich jemals probiert? Ne, 3 Möhren bringen nichts. Ne? Machen wir uns hier gebratenes Fleisch. Und jetzt haben wir wieder was zum Essen. Wo ist das Fischle? Hier. Ja, der bringt halt nicht wirklich viel, gell? So, Leute, auf geht's. Jump mal hoch, machen wir unser Zeug. Das ist auch ein schönes Eckle geworden jetzt hier. Alles zusammen, Prärie, Wüste. Den Überlebenden kann man nochmal hinsetzen, wenn man möchte. So, hier haben wir ja schon gelootet, ne? Ist ja, glaube ich, immer nur alle 2 Tage. Ah, guck mal, die habe ich vergessen. Wie viel Schuss habe ich denn aktuell? 32, das heißt, das war okay.
Nicht, Diggerle, ich will hier ein bisschen, weiß ja. Wir looten es. Komm einfach mit looten, Diggerle. Ein bisschen aufpassen mit der Ranch hier nebendran, dass sich niemand aufweckt. So, das war's, oder? Jo. Gehen wir rein. Ich dreh's mir wieder so hin, hol's mir ein ganz kleines bisschen näher ran und das Horn blasen. War jetzt ein Unterschied Phase 1 und 2? Ich lasse die erstmal ansetzen. Da war ja mein Headshot dabei. Haut's mich um. Gut, diese Zielvorrichtung von denen ist natürlich vereinfachend, ne? Du siehst ziemlich genau, wo sie hinschießen. Könnte man wahrscheinlich auch mit der Axt schön machen. Könnte sich auch näher herziehen, denke ich mal, wird wahrscheinlich auch was bringen. Das war's, oder? Kein Endboss. Wieder ein Kartenstück entdeckt. Da ist ein Wagen drauf. Kehre zurück zu Mr. Jones. War der Mr. Jones der Überlebende, Leute? Der Verletzte war das, oder? Gehen wir gleich mal zurück zu Mr. Jones. Wir haben die Türme gesäubert. Oh, warte mal, jetzt nehme ich ihm eins ab. Sonst macht er das nie mehr. Bin gespannt, was du gefunden hast. Wahrscheinlich ein Knöchen. Hast du ein Knöchen gefunden? Ja, brav. Bist du schon größer geworden? Nee, ne? Bleib ja so klein. Ah, Feder hat er gefunden. Der weiß, dass ich viel Tinte brauche. Hallo, Mr. Jones. Hm. Und Ayana, wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe die Militärbasis gefunden. Sie war größer als erwartet. Ja, es ist ein ziemlich großer Ort mit diesen Wachtürmen und allem. Konnten Sie diese wandelnden Knochen zur Ruhe bringen? Ich habe alle Skelette getötet, die ich gefunden habe, und das war eine ganze Menge. Getötet? Etwas, das bereits tot ist? Ich bin froh, dass Sie sich in diesem Fall sicher sind, denn ich bin es nicht mehr so sehr. Ich bin mir aber sicher, dass es einen sicheren Ort ist als vorher. Ein sichererer Ort ist als vorher. Im Moment. Ich werde mich gleich auf den Weg nach Corpse Creek machen. Ich besorge mir noch ein paar Fahndungsplakate, damit meine Koffer wieder mit Gold gefüllt wird. Kann ich Ihnen beim anderen Job helfen? Sind Sie an weiteren Schießereien interessiert? Wie ich sehe, hat es dich gereizt. Sie haben bewiesen, dass Sie mit einer Waffe umgehen können und je nach Aufgabe kann ich die Hilfe natürlich gebrauchen. Suchen Sie mich in Corpse Creek auf und wer weiß, vielleicht bringt das richtige Poster unsere Kanonen wieder zum Glühen. Können Sie mir den Weg nach Corpse Creek verraten? Aber natürlich, durchqueren Sie die Canyons und dahinter werden Sie Corpse Creek finden. Vielleicht sehen wir uns dort eines Tages wieder. Viel Glück, Fräulein. Die Welt ist Ihnen etwas schuldig und ich hoffe, sie zahlt es Ihnen zurück. Neue Welten entdeckt. Jetzt geht's ab. Canyon wahrscheinlich, oder? Mr. Jones, mach's gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und danke für die Aufgaben und vor allem für die Remington. So, jetzt gucken wir mal, was wir da bekommen haben. Schumdidum, da habe ich ja auch... Vielleicht gehen wir da einfach mal ganz kurz alle Kisten ab, aber ich glaube, da war ich sogar letzthin erst. Ja, Fläschle Wasser. Jo, ich laufe runter. Es ist ja jetzt nicht wirklich weit. Da könnten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen... Das tote Pferd nicht. Einfach mal ein bisschen looten, plündern. Wenn wir schon hier vorbeiziehen gerade. Feder haben wir drin gehabt.
Dem Junge seine faulenden Zähne. Baumwolle nehme ich jetzt mal mit. Und natürlich den Knochen. Ich habe das blöde Gefühl, wir werden gleich wieder Stoff brauchen, ne? Ich nehme schon mal mit. Wenn ich sie gerade so offensichtlich sehe halt. Was hat der Kleine? Und? Einen Schlüssel hat er gefunden. Einen ganzen Schlüssel, mein Freund. Da oben ist noch eine, die nehme ich auch noch mit. So. Zischen wir mal heim. Dim. Einmal kurz zum Kartographer. Also, wir haben ein einzigartiges Weltstück. Reisender Händler. Brauche ich noch 5 Weizen? Wäre kein Problem. Dann haben wir warmes Klima. Wüste auf Canyon. Wüste auf Canyon. Ich habe zufällig Wüstensalbei. Das heißt, eine Wüste auf Canyon können wir freischalten, wenn wir noch 4 Weizen haben. Plus weitere 5 Weizen. Dann würde ich sagen, machen wir gleich noch eine Weizentour. Machen wir auf jeden Fall. Klar. So. Ansonsten, nö, ich kann einfach jetzt warten, bis es dunkel wird. Dann pennen wir. Dann gehen wir kurz runter. Auf die Felder. Auf die Felder. Ich sehe gerade, die können wir uns vielleicht noch kurz schnappen. Er sucht immer mehr. Er sucht immer mehr Zeugs. Vielleicht ist mal irgendwann was ganz Außergewöhnliches dabei, weißt du? Ich liebe dieses kleine Heulen, was er da macht. Ich mag das bis Sau. So, hier haben wir alles soweit gemacht. Schalali, Schalalümchen. Jo, dann gehen wir pennen. Achso, jetzt haben wir gar nichts mehr Fleischiges zum Essen. Ne? Dann werden wir uns wahrscheinlich hier Bärchen abkochen müssen. Und einen Ast habe ich auch keinen mehr. Aber in der Kiste sind noch welche. Jo, dann haue ich die Bärchen kurz durch. Haben wir noch welche? Nicht mehr allzu viele, ne? So. Das wird reichen für heute. Ich besorge dann auf morgen. So, ab geht's. Machen wir die auch noch. Ne. Neues Rezept. Vielleicht mache ich mir gerade ein Brot. Hallo, Brot, Leute. Habe ich jetzt den Weizen durchkauen, den ich eigentlich bräuchte? Es würde nach mir klingen, sage ich jetzt mal. Dann muss ich noch mal gucken gleich, wie viel wir jetzt noch brauchen. Ah du, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt den Weizen versaut. Ja, nicht versaut, wir müssen ja essen. Gehen wir mal kurz rein. Ne, Brot kannst du nicht nochmal nachkochen. Naja, du hast den Weizen verballert, Lady. Also ich brauche, ich muss nochmal rein, 5. 3 waren es, gell? Das ärgert mich gerade ein bisschen. 8 Weizen brauche ich jetzt insgesamt. So, lass mich mal das Brot angucken. Minus Durst, aber 30 Hunger füllt es auf. Ist jetzt nicht das Schlechteste. 30 Hunger. Ein Fläschle. Oh, ich habe was Neues. Ja, Weizen. Da müssen wir jetzt das Weizenfeld, das machen wir jetzt gemeinsam. Dann bauen wir das heute noch auf und morgen gehen wir dann entdecken wieder. Du kannst ja den Zombie hier schießen, ne? Der braucht einen Haufen Schuss. Vier Schuss sind's, gell? Wenn wir gerade hier sind, Leute, nehmen wir natürlich mit. Die Kürbisse könnte man eigentlich auch abernten. So, einmal hier, Zupf. Und Zupf, vielleicht gehe ich ja Eisangeln ausnahmsweise mal. Ja, warum nicht, oder? Ja, komm ruhig rüber, kannst mithelfen. Weltstücke sind wieder aufgefüllt, das ist gut. Was sieht er denn, weil er hier draußen steht? Ja, du kriegst halt so auf die Art, wie ich das jetzt hier mache, aber ich kenne keine andere Art.
kriegst du halt nur ab und zu mal Weizen raus. Bis jetzt war noch gar nichts dabei, gell? Doch, da war mal einer. Hey, dann würde ich sagen, ich mache kurz die Weizenfelder klar. Dann kriegen wir das nämlich heute auch noch schön zusammen aufgebaut, ne? 10 Stück. 10 Stück haben wir zusammenbekommen. Der Wölfle und ich. Ne, Birken brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht durchsuchen. Hier nehme ich mir schon mal Wasser mit. Seit ich das in einer gewissen Regelmäßigkeit mache mit dem Wasser, war ich nicht mehr Wasser schöpfen am See unten, Leute. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Muss ja eigentlich auch nur 2 Wasser schöpfen am Tag, dann hast du immer 1 mehr. Weil ich brauche, glaube ich, nicht mehr als 1 Wasser täglich. So, jetzt schalten wir die Welten frei. Canyon, bin ich gespannt. Wie sich der nochmal unterscheidet und vor allem, wo wir den jetzt hinbauen wollen. Aber, das wird schon. So, das reicht erstmal. Jetzt gehen wir sie mal freischalten, die guten Dinger. So, einmal das besondere Stück auf jeden Fall. Der reisende Händler, den wollen wir ja schon sehen. Canyon auf Wüste, Canyon auf Wüste. Mal kurz gucken. Ich würde den Canyon dann wahrscheinlich hier hinbauen. Das heißt, ich bräuchte ein Dreieckchen, ne? Oder? Sehe ich das jetzt hier? Ich glaube, der da ist es, den ich haben möchte. Ja. Das hat schon mal gestimmt. Dann kriege ich den jetzt normalerweise hier nämlich rein. Canyon auf Wüste. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Canyon, ich liebe ja Canyon. Und den Fahrenden, den möchte ich auch irgendwo setzen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass ich ihn hier nirgends andocken kann, ne? Ah, scheiße. So weit habe ich gar nicht gedacht. Obwohl, nee. Hier hätte ich ihn ja nicht hinbekommen. Hier wäre er noch möglich gewesen. Aber die paar Meter kriege ich auch laufen. Hey, dann gehen wir da rüber. Dann machen wir den Händler jetzt noch heute. Da können wir ja mit dem Pferd hin. Hey, oh, geh mal kurz hin. Was ist denn das eigentlich jetzt? Das habe ich noch gar nicht entdeckt, dass ich jetzt hier... geistige Gesundheit nimmt durch verschiedene Situationen ab. Gräber durchsuchen, verlorene Seelen. Geistige Gesundheit kann durch Medizin oder Schlafen wiederhergestellt werden. Ach, guck an. Durch das, dass wir da in den Skeletten rumgeküpft sind. Ha ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sattle das Pferd. Komme ich da schon hin, ohne dass ich es entdeckt habe vorher? Der Wüstenhändler. Ab dafür. Ha ja, dann ist gerade wurscht, ne? Wo ich es hinbaue. Und der Bub hat gleich was gefunden. Das wollen wir natürlich jetzt erstmal sehen. Direkt Zinnnägel gefunden, der Guderle. Hat er Farben? Boah, der sucht sich einen heute. Der ist blau geschrieben. Hallo. Kann ich ihre Waren sehen? Düdüdüdüdü. Jalapeno. Gegengift. Mehl. Knochen. Laudanum Tonicum. Wunderpuder. Wundpuder. Wasser. Und eine Standfackel hat er. 75. Ja gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie sieht's aus? Ich habe hier einmal... Das Besteck kann ich dir verkaufen. Die kannst du eigentlich auch haben. Ich benutze sie ja momentan nicht. Rest würde ich behalten. Hier die Zähne kriegst du noch. Digga, wo hast denn du jetzt was gefunden? Jetzt habe ich es übersehen. Es ist weg schon. Okay, ist einfach nur ein reisender Händler. Den kannst du natürlich dann immer da setzen, wo du längere Wegstrecken überbrücken möchtest, ne? Cool. So, Leute. Das war's für heute. Ich drücke jetzt nichts rein. Ich gehe jetzt nur noch angeln oder so, dass wir vielleicht ein bisschen Material haben. Und morgen geht es dann für uns weiter. Owl League? Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Wüstensalbe. Ja, dann holen wir den jetzt noch geschwind.
Dann haben wir für morgen schon was auf der Map. Dann geht es morgen nochmal richtig gut ab. So, jetzt bin ich mal gespannt mit der geistigen Gesundheit. Wie viel kriegt man denn pro Schläfchen? Ah, geht. Morgen, mein Süßerle. Ein Brot. Ein Kürbis. Ein Fleischbiss hätte ich auch essen können, siehst du? Ja, geh mal kurz, komm. Wüstensalbei brauche ich für das Stückle. Das will ich uns noch aufbauen für morgen hier, dass da 5 Wüstensalbei. Ich gucke aber erst, ob ich welchen weggelegt habe. Nee. Ich sehe spontan keinen. Jo, komm, den holen wir noch gemeinsam. Die Felder übrigens, die baue ich nicht, aber ich liebe das, wenn man die so sieht. Und ich brauche ja im Moment nichts. Wenn uns die Möhren ausgehen, dann können wir ja eine Reihe Möhren mal ernten. Ne? Ich werde sie allerdings wahrscheinlich schon weiter ausbauen. So, Wüstensalbei. Dann beginnt es einmal hier. Zack. Das ist meins. Wüstensalbei zu entdecken ist dann eher so meins, weil er halt einfach schimmert. Haben wir doch schon 3, ne? Mal kurz hier rüber glänzt. Dem läufst du nicht ins Feld, ne? Dem mögen wir nicht. Ich hole mir aber hier gleich mal der Wässerle. Haben wir unser tägliches Wasser, gibt uns heute schon gemacht. Das war, glaube ich, der 3. oder 4. 5. oder 6. Aber es spielt keine Rolle, den nehme ich jetzt auch noch mit. So. Zack. Für was haben wir es denn? Also das mit den Schnellreisen ist schon praktisch. Wenn man das nachher richtig beim Weltaufbau mit reinnimmt, hast du eigentlich alles in der Nähe. Und du kannst ja außerhalb schlafen und alles, ne? Siehst du, jetzt habe ich 2 Wasser geholt. 1 brauche ich morgen, habe ich schon wieder 1 auf Vorrat. Welt freischalten mit 5 Wüstensalbei und das Ding vor allem gleich mal angucken. Weltenstück. Ist das dann Voll Canyon? Das ist Voll Canyon. Das erste Voll Canyon Stück. So. Ja gut, ich werde den Canyon dann hier hinbauen müssen erstmal. Nö, ich würde ihn hier. So würde ich ihn aufbauen. Sehr interessant, da steht wieder jemand. Dann haben wir doch morgen schon wieder was zu tun. Freue ich mich. Aber weißt du was, jetzt habe ich doch Bock, mal an die Küste zu gehen. Auf dem Rückweg sammle ich gleich noch ein paar Bärchen ein. Dann sind wir da auch aufgehoben. Und jetzt müssen wir halt Wüstensalbei mit einplanen, für die Wüstenstücke zu entdecken. Die Canyonstücke, ne? Aber das können wir ja machen. Das ist ja alles in unmittelbarer Nähe. So. Machen wir die Angel gleich auf die 5. Ausrüstung, Angel 5. Und dann hole ich mir wieder mal ein bisschen Fisch. Dass wir nicht nur Brot essen. Jo, komm, wir fischen noch kurz die Dinger zusammen und holen das Zinn ran. Ist jetzt einfach so zum Ausklingen lassen noch ein bisschen gemeinsames Farmen. Jagen tue ich nicht, die Viecher lasse ich leben. Oh, einen schönen Barsch. Ein schöner Barsch, der wurde durchs Angeln... Eigentlich wollte ich sagen, ein schöner Barsch, jetzt ist er am Arsch. Komm, wir gucken mal, was er für Kistle hat. Morgen. Eine schlüsselfreie. Rucksack voll. Gut, den kann ich ja dann auf morgen ausräumen, wenn ich das will. Na gut, 12 dreht gerade ein bisschen ab. Das Zinnerz habe ich aber noch mitbekommen, ne? Gut. Machen wir mal hier nochmal kurz unser Ding. Okay, ich angel aber erst, bis das hat. Wie der buddelt! Was hast du denn? Mein Rucksack ist voll. Du hast ihn nicht leer gemacht heute Nacht. Ja, ihr wisst ja. Riese Rucksäckler, trotzdem ist voll. Ja, jetzt kriege ich nicht mal mehr den Metallschrott mit. Das ist natürlich doof. Der Ressourcenrucksack ist es, gell? Ja, das Metallschrott nehme ich schon mit. So. Gut, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen. Dann entdecken wir die neu gestaltete Welt von heute. Ich gehe jetzt ein bisschen die Sachen hier ausräumen und pflück noch ein paar Bärskis. Und dann können wir uns morgen in die Arbeit machen. Da freue ich mich drauf. Bis dann.